Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder zu einer frisch gepressten Folge am frühen Morgen. Etwas Echo, wenn wir klatschen, merken wir es, ist ein Balkon. Aber nun gut, so ist das im Leben, man kann nicht immer alles haben. Themen, die wir frisch gepresst haben, Lufthansa-Gruppe fliegt nach Israel, aber nicht mehr bis nächsten Samstag. Dann Flughafen Hamburg wurde temporär gesperrt, weil dort eine Bombendrohung gegen eine iranische Maschine ausgesprochen worden ist. Dann VJet hat wieder ein Erlebnis von der bekloppte Passagier, Ratten ins Flugzeug geschmuggelt und die haben sich natürlich irgendwie frei gemacht. Dann British Airways fügt wieder Flüge hinzu, die nur für Avios buchbar sind. Also das heißt, man kann nur Meilen verbrennen. Interessantes Konzept eigentlich. Qantas hat sowas ja auch gerade gemacht. World of Hyatt Punkte Sale geht zu Ende. Warum dann nicht von einem Hyatt Huntington Beach erzählen, was ihr mit den Punkten machen könnt? Und dann haben wir natürlich einen Deal, so ein Deal. Delta Airlines Business Class von Barcelona nach San Diego ab 1599 Business Class. Ganz genau. Ihr wisst ja wie immer an dieser Stelle, das ist der Moment, wo ihr den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen könnt, aber auch ein Like dalassen könnt und natürlich ganz, ganz wichtig unten kommentiert. Oder nehmt an einem der Stammtische teil. Das erste Thema, was wir heute haben, das ist das Thema Lufthansa und Israel. Man hat jetzt die Flüge nach Israel eingestellt, denn die Angriffe, die dort stattfinden, sind natürlich äußerst problematisch für die Flugsicherheit. Flugzeuge sind ja auch dort in der Region ein potenzielles Ziel. Nicht umsonst haben Flugzeuge der El Al zum Beispiel Flares oder aber auch irgendwelche Sachen, um Bomben da zu irritieren. Kennt man ja sonst nur von Regierungsmaschinen. Auf jeden Fall ist es so, dass zum Wochenbeginn viele Fluggesellschaften die Verbindungen nach Tel Aviv eingestellt haben. Finnair übrigens auch. Es gibt aber natürlich Fluggesellschaften, die trotzdem noch fliegen. Die israelischen selber fliegen auf jeden Fall. Und es ist halt so, dass die Lufthansa Group natürlich sagt, dass die Sicherheit die oberste Priorität hat und deshalb sagt man, dass man nicht fliegt, zumal ja auch die Hezbollah, ist das die Hezbollah? Ne, die Hamas ist es in dem Fall, die haben ja auch angekündigt, Ben-Gurion anzugreifen im klassischen Sinne mit Raketen. Und das ist dann natürlich unheimlich gefährlich. Auch Ops Group, das ist eine Piloteninformationsdienstleister, und die haben gesagt, dass man dort die Piloten einfach sagt mit einer Do Not Fly. Das ist eine Do Not Fly Warnung, heißt also, dass man im Luftraum Tel Aviv und auch in der FIA Tel Aviv einfach Abstand nehmen sollte, durchzufliegen, weil es halt wirklich dort mit Raketen und mit allem, was da an Verkehr unterwegs ist, auch militärisch ein äußerstes Problem darstellen kann. Es gibt auch das Risiko des GPS-Jammings, heißt also, dass es dort GPS-Signale gestört werden und damit natürlich auch das Fliegen nochmal um einen gewissen Faktor verschlimmbessert. Schauen wir uns das Ganze weiter mal an, wie sich das entwickelt. Aber Lufthansa hat bis Samstag alle Flüge dort eingestellt. Finnair lässt zum Beispiel auch keine Buchungen mehr bis Dezember 2023 zu. Interessanter Move. Ihr könnt ja mal unten schreiben, was ihr davon haltet. Flughafen Hamburg. Und zwar der Flughafen Hamburg hat ja noch eine Verbindung zum Beispiel nach Teheran. Und diese Verbindung wurde
dort mit einer Bombendrohung belegt. Und deshalb musste der Flughafen natürlich reagieren. Und diese Reaktion ist in einer Schließung gemündet. Und damit ist es halt so, dass der Flugbetrieb gegen 12.40 Uhr komplett eingestellt worden ist. Anderthalb Stunden gab es keine Starts, keine Landungen, weil man natürlich erstmal gucken musste, was Phase ist. Und ein Sprecher der Bundespolizei sagte, dass man halt eine Mail bekommen hat mit einer Anschlagsdrohung. Und man nimmt sowas natürlich auch im Rahmen der jetzigen Angriffe in Israel relativ ernst. Der Airbus A330-200 von Iran, er war als Flug IR723 um 12.38 Uhr in Hamburg gelandet. Und dann wurde die Maschine direkt in einen Sonderbereich gelotst. Das ist immer so eine Area, falls was passiert, dass da nicht zu viel Schaden am Gebäude, makaber oder an anderen Flugzeugen passiert. Das ist natürlich so. Die 198 Passagiere und 16 Crewmitglieder wurden nach der Landung ebenso kontrolliert wie das Flugzeug auch. Und natürlich, wie in solchen Fällen üblich, wenn es Bombendrohungen gibt, wird der Flieger natürlich auch mit Kampfjets eskortiert. Das heißt also, die Alarmrotte in Lage ist aktiviert worden und hat dort dann das Flugzeug nach Hamburg reingebracht. Man hat das Flugzeug von östlich Berlin, als es in deutschen Luftraum eingedrungen ist, in Anführungsstrichen, ist ja eingeflogen mit Genehmigung, deshalb ist es kein richtiges Eindringen, ist dann bis zur Landung in Hamburg von der Luftwaffe halt begleitet worden. Gut, jetzt haben wir den Pflichtteil gemacht und jetzt kommt wieder etwas aus dem Bereich bekloppte Passagiere. Und ich weiß auch nicht. Also manchmal muss man echt sich fragen, ob die alle einen an der Waffel haben. VietJet, eine Fluggesellschaft aus dem interessanteren Bereich aus Asien. Und da ist es so, dass dort natürlich leider in Südostasien exotische Tiere geschmuggelt werden. Teilweise, weil man sie isst, weil sie irgendwelche Potenzversprechen oder andere Dinge. Und in dem Fall ist es so, dass man nicht die Schildkröten oder irgend sowas hat, sondern man hat jetzt, hatte Schildkröten und Ratten im Gepäck. Und das ist natürlich unheimlich problematisch, denn auf dem Flug von Bangkok nach Taipeh, abgesehen davon, dass sowas verboten ist, ne, ist die Frage, wie sind die überhaupt an Bord gekommen? Die Sachen werden ja alle durchleuchtet und kontrolliert. Auf jeden Fall ist es so, die Crew hat versucht, die Ratten, die rausgeschmuggelt aus dem Gepäck sich haben, im Flieger selber dann natürlich während dem Flug verteilt haben, ist ein Crewmitglied gebissen worden und musste dann medizinisch behandelt werden. Ist natürlich nicht schön, man weiß ja gar nicht, was die haben. Und das Schlimme an der Sache ist halt wirklich, wie ist dieses an Bord gekommen, dieses Gelage? Also auf jeden Fall sind die halt von einem Passagier geschmuggelt worden, aber es gibt ja an den Flughäfen Screener, die das machen und das ist halt das Interessante und die sind auch schon gefeuert worden, weil man natürlich das nicht wirklich akzeptieren kann. Und der Besitzer der Tasche hat sich nicht bekannt, also nicht bekannt, aber es sollte ja nicht so schwer sein herauszufinden, wem die Tasche gehört. Und da müssen wir einfach mal gucken, gerade in Asien sind dort hohe, hohe Strafen für diese Schmuggler zu befürchten. Und das ist auch gut so in meinen Augen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt sich das alleine, was man den Tieren antut, und die meisten überleben sowas ja auch nicht. Also das ist unglaublich. Und da muss man das halt einfach nur sich anschauen. Und das muss wohl eine Dame gewesen sein, die sich da mit den Tieren an Bord begeben hat, diese schmuggeln wollte und nach dem Start haben sich einige der Ratten da befreit und sind dann da durchgerannt und es ist absolut problematisch, aber man sieht halt eher das Problem auch, dass an den Flughäfen in Thailand die Sicherheitskontrollen vielleicht nicht ganz so stark sind, wie man sich das wünschen würde. Also ich bin da mal gespannt, was ihr dazu denkt. Und deshalb natürlich auch die Frage des Tages, wie kommt man auf die Idee, solche exotischen Tiere zu schmuggeln? Also ich verstehe es einfach nicht. Ich persönlich versuche auch da
ja, ich sag jetzt mal, ich halte ja keine Tiere. Selbst einen Hund, den ich gerne haben würde, kann ich kein Leben bieten, was hundegerecht ist mit meiner Reiserei. Und deshalb muss man da eher dann verzichten. Die werden ihn wahrscheinlich essen oder sonstige Dinge machen. Und deshalb halt wirklich nochmal die Frage, wie bekloppt sind Passagiere, was machen die mit den Tieren und wie hättet ihr reagiert an Bord, wenn da auf einmal so ein paar thailändische Ratten durch die Gegend gerannt sind. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und kommentiert unten. Ganz wichtig. Heute haben wir wieder etwas aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status. Und zwar British Airways führt wieder einen Flug durch, der nur mit Avios gebucht werden kann. Eigentlich sind es sogar 5. Ich hatte irgendwann 4 gesagt, aber es sind 5. Und diese 5 Flüge haben interessante Ziele. Einmal London City nach Florenz, dann London City nach Ibiza, aber auch Heathrow nach Mallorca, dann Heathrow nach Faro und nach Corfu von Heathrow aus. Das Ganze kostet, wenn man sich das anguckt, 25.500 Avios in der Economy Class und in der Business Class 24.500. Und dann guckt ihr euch außer Corfu, das kostet ein bisschen mehr, das kostet 30.500 und 54.500 in der Business Class. Aber jetzt will ich wissen, was ist der Copay? Ein Pfund. Ein Pfund. Das ist ein innereuropäischer Flug. Und da das bei denen ja nach Zonen geht, ist Corfu natürlich etwas weiter weg. Aber es ist trotzdem ein interessantes Angebot, weil man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass diese Ziele ja Warmwasserziele sind und für die Engländer natürlich durchaus interessant. Diese Flüge werden extra aufgelegt, um die Meilen, in dem Fall Avios, wirklich zu verbrennen. Also ich finde das eine richtig coole Geschichte. Das ist interessant und ich bin mal gespannt, wer von euch dieses Angebot nutzt. Und vielleicht wäre das ja auch mal eine Lösung für Lufthansa, wobei ich bei Miles & More nicht unbedingt so den Sweet Spot sehe, innereuropäische Flüge zu machen, sondern warum bietet man nicht mit einem 380er einen Flug hin und zurück an oder vielleicht 2 Flüge, also mit einem Abstand von einer Woche oder sowas oder anderthalb Wochen, nach Bangkok zum Beispiel. Alle Leute nur mit Meilen, von der First Class, Premium Economy, Business Class natürlich nicht vergessen oder aber auch Economy Class. Und dann logischerweise auch andere interessante Ziele. Das wäre doch für viele eine Möglichkeit, diese wieder zu versöhnen mit Lufthansa und dann vielleicht auch für 1 Euro. Auch hier bin ich mal auf eure Kommentare gespannt, ob man da eventuell einfach Flüge machen sollte, die nichts anderes machen, außer meinen Jünger wie uns zu beglücken. Coole Geschichte. Dann haben wir noch einen Hinweis. Wir sind ja hier aus dem Hyatt Regency Huntington Beach am Senden. Natürlich ist eine Aufzeichnung, weil wie immer die Bandbreite mich, also ich weiß auch nicht, also ich habe ein bisschen Schiss, online zu gehen, muss man mal gucken. Aber nichtsdestotrotz mit der Bandbreite, deshalb die Aufzeichnung. Schauen wir mal, wie schnell das geht. Kann sein, dass ich auch ein paar Minuten später heute live gehe, also beziehungsweise die Sendung live stelle oder online stelle, so muss ich es ja richtig formulieren. Auf jeden Fall ist es so, dass der Hyatt-Punkte-Sale zu Ende geht, die Bedingungen des Punkte-Sales noch mal kurz offeriert. Und zwar ist es so, 30.000 Bonuspunkte sind 540 US-Dollar, die normalerweise 720 kosten. Heißt also, es gibt noch mal 25% Rabatt. Die Aktion läuft morgen am 10. aus. Die Frage ist, sollte man das buchen, ja oder nein? Ehrlicherweise nur, wenn man relativ teure Properties nehmen will, Paris, Vendôme oder solche Sachen. Ansonsten eher nicht. Und was ich auch für euch interessant finden würde, und da solltet ihr dann denken, wartet immer ab. Und da solltet ihr mal schauen, weil es gibt nämlich immer so um Thanksgiving, also Erntedank, etwas bessere Angebote bei Hyatt, wenn man Punkte kauft. Und Thanksgiving ist für alle, die es nicht wissen, am 23. November. Ich habe es natürlich gerade schnell mal gegoogelt, weil das habe ich nicht auf Kette. Da bin ich auch mal gespannt, ob ihr solche Angebote findet und was ihr davon haltet. Da könnt ihr mal unten einfach Bescheid sagen, was ihr denkt. Jetzt haben wir den letzten Punkt um 14:42 Sekunden in die Sendung. Und zwar bei 14:42
ist es folgendermaßen, da haben wir nämlich einen Diesel-Deal mit der Delta Airlines von Barcelona über New York, JFK nach San Diego. San Diego ist ja ein bisschen die Richtung, runter. Also Richtung Süden, relativ tolle Gegend. Ich selber bin ja in Carlsbad gewesen, oder wie man hier sagt, Carlsbad. Schönes Outlet, San Diego selber eine Reise wert, Wetter tippitoppi. War der ja auch in The Welk, in dem Hyatt Vacation Ownership Ding. Also relativ coole Geschichten, da könnt ihr eure Zeit verbringen. Und wer mit SkyTeam fliegt, kann natürlich mit Delta fliegen, für alle, die bei SAS gebucht haben. Da könnt ihr jetzt auch Meilen sammeln. Wichtig ist für das Ticket Folgendes zu wissen. Das Ganze ist von Barcelona aus in der Berufsklasse Z mit 1599 Euro gepreist. 90 Tage vorher müsst ihr buchen und ganz wichtig, Minimumaufenthalt 7 Tage, 12 Monate Maximalaufenthalt, ein Stopover ist erlaubt, kostet aber schlanke 600 Dollar oder Euro, also zu teuer. Ticket ist nicht refundierbar, es sind Änderungen erlaubt, aber wenn ihr No-Show macht, ist das Ticket tot. Ganz wichtig. Und natürlich die Ticketdifferenz müsst ihr bezahlen. Ihr wollt natürlich wissen, wie das Ganze aussieht, zeige ich euch hier. Da seht ihr das Ganze mit der Strecke, 3831 Meilen von Barcelona nach JFK, von JFK nach San Diego sind es nochmal 2446, ein richtig klassischer amerikanischer Transcon-Flug. Und zusammen sind das 12.554 Meilen, oder wackelt der Bill, aber das merkt ihr ja gar nicht, weil ihr seht mich ja gerade nicht. Und dann wollt ihr wissen, wie viele Meilen es gibt. Und zwar hier gibt es Meilen von Delta Airlines in der Z-Klasse, die Strecke kennt ihr ja. Hainan Airlines 30.236, genau wie China Eastern, Aeromexico 25.196, 25.052 Check und Virgin 20.158 bei China, Saudi Arabian Airlines 18.788. Und dann kommen wir zum sozialistischen Teil mit 12.000, Air Europa haben wir vergessen, mit 15.656, genau wie Aeroflot und Air Europa. Jetzt kommen wir zum sozialistischen Teil, 12.526, Garuda, Flying Blue, China, Aerolinas, Argentinas, Xiamen, Vietnam Airlines, Middle East Airlines und bei Delta selber gibt es 0 Meilen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist da denn kaputt? Warum ist da die SAS noch nicht bei? Bei SAS immer noch bis Mitte nächsten Jahres bei Star Alliance gelistet ist. Also heißt es dort kein Problem, alles easy peasy. Und deshalb sind die hier nicht gelistet. Ich kann euch auch nicht sagen, wie viel es geben wird, wenn ihr das buchen solltet. Also insofern bleibt es spannend. Auch hier könnt ihr kommentieren, was ihr davon haltet. Ah, ich dachte schon, es fängt an zu regnen. Nein, das ist nur der Kollege, der mit dem Auto da durchfährt. Hier durch die Tropen, die Vögel zwitschern. Denkt dran, die Frage des Tages zu beantworten. Und zwar ist die Frage des Tages, wie bekloppt Menschen sein können und was ihr gemacht hättet, wenn ihr diese Ratten an Bord gehabt hättet. Da bin ich mal gespannt auf eure Antworten und freue mich, euch wieder morgen zu sehen. Live wird wahrscheinlich nicht klappen. Mal gucken, wie es ist. Also danke und für euch wie immer an dieser Stelle der Abspann. Also bis dann. Ciao.